Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Riecht irgendwie nach Arsch und Leiche. Wilhelm, töte diese Wilden. Ich kill beides. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. Ja, wieder mit dabei ist der liebe Elite Tiger und die liebe Rachel. Grün, ja, so viel grün. Hallo. Wir warten jetzt darauf, bis Tiger hier hochkommt, um die Radiostation zu sabotieren. Er kommt und er ist. Er ist gekommen, sehr gut. Propaganda ist mir vielleicht auf die Nerven gegangen, aber du liegst genau auf meiner Wellenlänge, Zuckerschnurte. Mann, Tiger, du machst Sachen. Ne? Macht Sachen, der Typ. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Hey, Kammerjäger, hier drüben. Ich bin hier durch! Ich bin hier durch! Moin, Mensch! Ich bin der Verwalter von Typhon Delirium. Das Vergnügen ist ganz auf deiner Seite. Wenn ich dir ein Schild, dann wäre ich zufrieden. Aber nee. Wo ist denn der? Mach den Weg frei! Ich komme auch nicht rüber. Ah. Ich sehe da hinten was Kleines an der Wand. Das Minion! Minion! Typhon! Aus der Knie? Mit seiner geilen Peitsche. Oh mein Gott. Steht auf Versautes. Er ist geschrumpft. Ein Mädchen, der Schöner. Das war sicher anstrengend. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Ein bisschen Money sammeln. Ich will diese Wumme. Sie läuft mit Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. Aber jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Ja, die Waffe habe ich schon. Hey, Mats, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lasst niemanden rein. Hollywood oder nicht. Können wir beweisen, wie gut wir sind. Schaff ich's. Das Universum geht unter. Ich meine, diese Tür ist zur Maschine. Diese Laserpeitsche ist praktisch. Das war knapp. So kann ich auch in meinem Alter noch mithalten. Außerdem sind Peitschen toll. Laser auch. Das stimmt. Ein bisschen überzogen. Schneeschöpfchen. Oh ne, wir hatten noch hier auf dem Bagger gehabt, wo Typhon nicht mehr weitergelaufen ist. Weißt du das noch? Nein! Was wir da? Doch. Da haben wir gerade gekämpft und waren wir, glaube ich, kurz vor dem Schluss irgendwo so gewesen. Auf einmal ist er nicht weitergelaufen. Dann ist er so genannt. Ja, später irgendwann. Hollywood hat einen Arsch voll Basen zwischen uns und der Kammer eingerichtet. Genau deshalb. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Maliwan! Er ist wieder zurück. Nicht euer Ernst, Alter. Feuerwehr! Machen wir Silvester bei Borderlands. Leute, ihr geht in die falsche Richtung. Doch, wirklich, ihr geht wirklich in die falsche Richtung. Das haben wir letztens schon gemacht. Oh nein! Rachel ist runtergefallen. Nein! Die Kante nicht getroffen. Ah, das ist schon da. Mein Blut ist wieder in Ballung. Ja, Rachel ist schneller als du, Tiger. Kann ich mal da nuckeln, wo sonst keiner nuckelt. Ich werde schon mein ganzes Leben lang unterschätzt. Aber ich sag immer, Helden gibt es in allen Formen und Größen. Du auch Muttermilch noch, ne? Egal. Ja, ich bin einfach zur Brücke. Ich höre den Leuten Bescheid, dass sie wissen, was hier los ist. Faust. Hey, ich habe eine wirre Nachricht von Typhon Delirium erhalten. Irgendwas über eine Maschine und einen anderen Kammerschlüssel. Ja, scheint dich zu melden. Wach und stolz. Ja, komm! Hi, Tiger.
Sehr schön. Ist noch mal schön die Seite nochmal reingefahren. Ja, in der Tat. Balivan! Zapdorn! Ich liebe dich. Darauf habe ich lange gewartet, Kammerjäger. Hier spricht General Daniel Trout. Was ist das? Du bist die nutzlose Missgeburt, die meinen kleinen Bruder Samuel auf Athenas getötet hat. Ich hoffe, der Rücken aus, Alter. Kalypso sagte schon, ist hier auftauchen. Ich hab Sammy beigebracht, wie man kämpft. Ich geh weiter. Moin, Mette. Du hast ihm beigebracht, wie man stirbt. Das bring ich dir jetzt bei. Also, wie man stirbt. Das wird's missverstehen. Trunt! Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Yippie-yay-yay. Vera. Battles. Die mach ich kaputt, Jungs. Oh. Hund! Hund? Who let the dogs out? Hu, 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 hu. Ah, von der Seite zählt nicht. Hä? Der Typ ist hier. Toll. Oh, kennst du die Monsterjäger? Ja, kenn ich. Wie fandest du es? Ich fand die dann immer mal cool. Ja, ich fand die gut. Alle sagen ja, das ist fake oder so, aber ich glaube daran, dass es so viel ist. Also, war es unterhaltsam, die muss man dazu sagen, ne? Ja. Es ist ja das, was zählt. Und das mit der weißen Frau. Wo Jeff einfach so hypnotisiert worden ist von der weißen Frau. Mhm. Oder die Grabstätte, wo Buck angefangen hat zu graben, ja, und dann dieses Geschrei losging. Ja, ich sag mal so, Hauptsache es unterhält, ja, ne? Oh. Danke. Ja. Oh. Warum rufe ich denn gesprochen? Deinen Namen? Ich hab das nicht gehört. Na gut, dann warten wir hier. Ach, Rachel. Nee, du. Ja, oh, wir kriegen hier was ein bisschen gut. Ja, mach mal. Hab dich. Oh, ich hatte diese Hunde, ne? Who let the dogs out? Hu, 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 hu. Direkt, du mechanischer Hund. Hab dich. Ich höre die Hellwalker. Ach. Nee, da hat sie. Ey, ich kann mich nicht heilen. Jetzt hat Tiger den Bug. Vorher hatte ihn Rachel, jetzt hat ein Tiger. Immer noch. Geht nach Hause. Ihr habt gehört, was Typhon dir gesagt hat. In der Todeszone. Da kommt ein Dicker. Ich hab dich gefressen. Nach oben. Scheiß die Wand an, was für eine Schlacht. Du bist unglaublich. Danke. Das war nur der Bodensatz. Mal sehen, wie du dich gegen meine Elite schlägst. Was, Elite? Geil. Elite-Trupp, ja, von wegen. Kommt her, zeigt euch. Habt ihr übrigens schon die neuen Folgen von Rick and Morty gesehen? Es gibt ja jetzt neue Folgen. Warte, erstmal die Elite schicken. Nee, da hab ich auch leider auch noch nicht. Weil die gibt es jetzt seit Freitag bei Netflix. Oh, und die sechste Staffel von Vikings ist jetzt auch online. Ja, ich schon gesagt. Die muss ich noch gucken. Ich hab alle Staffeln so weit so geguckt. Wie ich immer sage, wenn du in der Scheiße steckst, such dir einen Karton. Aber nicht so viel, du laberst genauso viel wie deine Kinder, Junge. Jetzt jag den Generator hoch, Kammerjäger. Deswegen haben die keinen Bock. In Ordnung, die Brücke zur Kammer ist direkt voraus.
Nicht viel looten. Lutsch mir meine große Brudereier, Kammerjäger! Trump! Ach, jetzt von da nicht so. Talk! Er hat die Brücke zerstört! Was für ein Schmuck! Keine Angst, es gibt einen anderen Weg zur Kammer, aber das wird nicht leicht! Oh, Schmuck! Die laufen einfach umsonst hierher, ey. Das ist so. Es ist schön, zur Abwechslung mal Gesellschaft zu haben. Hab seit Jahren mit keinem Menschen gesprochen. Bin vor Jahrzehnten abgestürzt. Seitdem stecke ich hier fest. Ich musste echt kreativ frag sein, um mich, hier wieso, zu überleben. Wie von dem willst du mein Geheimnis wissen? Na, ich bin echt schlau. Ich sag damals immer, sah er noch gut aus. Ist gut. Klein auch. Man kann klein sich noch so groß, schlank. Und jetzt ist er dünn, ist klein und fett. Leute wollen einen nicht ansehen. So kann man sich nicht schleichen. Ja. Und ich schleiche eine Menge. Seit Moneyball aufgetaucht ist, habe ich mir Technik gemobst und ihre Echos genau abgehört. Tolle Produkte. Aber beschissene Sicherheit. Das funkt vielleicht der Kopf, aber nicht das andere. Hey, Kaios! Und sagt Pandora, zittert wie ein das kommt noch. Kein Wort von Tyrese, aber eigentlich schlumpft, aber wir schlumpft mein gutes Ding auf. Ja, aber das ist halt normal. Das ist halt, ne? Dass man Probleme hat, da was hochzubekommen. Wozu bist du denn Viagra? Ja, Leda. Die ist aber tot. Die blaue Wunderfüll. Da musst du aber auch Bock drauf haben, damit das Ding wirkt. Kammerjäger, wenn sich die Gelegenheit ergibt, okay, Kammerjäger, dann ist gut. Und eine Haarsträhne ist für Forschungszwecke. Wieso steht bei mir Handeln und Ansehen? So, jetzt aber. Das hat den Vorteil, dass ich damit im Vorteil bin. Nimm die Echo-Kassette auf. Okay, gut, wir fahren hin. Hab dich. Bleib jetzt im Auto. Hör auf. Herzlich willkommen, Held. Bereit für eine Runde Destroyer of Worlds? Ich glaube, du kannst mit dem Tür zu fangen. So. Vielen Dank für deine Hilfe beim Testen der privaten... Der Junge, sein. Nee, ich komm da runter. Ja, ich versuche jetzt aber nicht, das sieht gut aus. Guck mal, Faust, hast du ein neues Bild? Zaubern. Ach, da! Wir haben einen Stein! Oh, sehr schön. So, Kamera auspacken, Momentchen, Foto muss aktivieren. Ich hab's ja da hochgestellt. Das sieht doch schick aus, ja, mir gefällt's. Explosion! Alter! Mir gefällt's. Wo müssen wir lang? Da. Hallo. Ja, wir spielen jetzt ein Early Access Spiel. Soll ich dir helfen, dein Abenteuer zu bringen? Ich sehe da einen Sera-Wächter, darf ich schießen? Okay, mehr Story-Gedöns. Geht ganz schnell. Das ist die Zauberin Lana Shan. Sie kann die Portale mit ihrem mächtigen Mensch mit 10 Grad schließen. Aber du musst für ihren Schutz. Sie macht T-Posing. Ja, das ist halt, weil es ein Early Access Spiel ist. Es ist noch komplett unfertig. Wie viel möchtest du schon tun? Noch schrecklicher, aber ist das Spiel nicht schon jetzt fantastisch? Natürlich, bestes Spiel aller Zeiten. Häkchen, mach das Häkchen. Weil du musst mit echt Geld, musst du dir schon Sachen erkaufen. Halt du mal Spiel. Na, Geld, was du jetzt mit deinem Quelltier hast. Also mit den Borderlands-Tacken oder wie auch immer die Dinger heißen. Ich hab uns gerade so abgehakt. Ich auch. Sabedon! Ich höre euch sehr flüssig. Ja, jetzt höre ich auch euch auch sehr doll abgehakt. Ihr alle wiederbeleben. Medizin für dich. Nimm die Medizin. Schön wiederbeleben, genau. Ich bin schwer
wie die aufgestanden ist. Hä, hey, bei mir schießt hier immer noch jemand einen Flammenwerfer rum. Bei mir auch. Hinten. Hallo? Also ich habe einen Flammenwerfer, aber schießt damit gerade nicht rum. Hey, jetzt hast du die gut. Jetzt wird das nicht der Besser. Danke, ihr euch auch. Das ist seltsam. Ich dachte, das Spiel jetzt crasht durch diese Scheiße hier. Durch dieses unfertige Early Access-Spiel, ja super. Ja, schön. Ich blau! Lass mich rein! Du bist schwanger. Oh mein Gott. Und wem? Ja, vor allem, wie so runtergesprungen ist. Den Körper runter. Wettbewerber identifiziert. System abschlossen. Ist die Armstür? Ja. Ich gesteuert, los, her damit! Mann, heul doch nicht rum. Ich will Mund-zu-Mund-Beatmung. Aha. Ja, okay. Hört mal hier hin. Sie ist geschmeidig wie eine Brechstange. Was? Nee, ich fühle gerade. Ich habe jetzt gerade $1 bezahlt, damit die Alte schneller macht. Super. Ich hätte aber Zeit, dass es mal schneller geht. Oh. Den großen Nakayama-Ball, genau. Ne, Katagawa, so hieß der. Katagawa. Nakayama, genau. Heißt doch eher fast alle gleich. Hinter uns. Komm hier raus, komm. Manta und Wanda. Sabedon! Schaffe doch! Hinter euch! Da gibt's Rückendeckung. Komm schon, Schlappschwänze! Das gibt's hier was, wa? Oh Mist. Was ist das für Rückendeckung? Keine Muni mehr? Keine Leben, keine Muni mehr. Schöne Kombination. Ja, ne? Was? Was passiert, Rachel? Ja. Ach da! Keine Ahnung. Ich habe schon gefragt, was passiert ist. Doch meine mechanischen Nüsschen. Ach komm, mach hin! Oh. Na los, mach hin, du Brechstange. Na, jetzt hat sie sich wieder teleportiert. Ich gehe nach Haus telefonieren. Weil das Spiel total verbuggt ist und noch überhaupt nicht fertig. Trotzdem verlangen die dafür Geld.
Hallo. Aber ist halt leider was zu weit. Ein Tickler ist heutzutage viel zu faul. Aber die Aliens sind genauso viele HP wie bei Borderlands. Also, Also die waren immer schon gute Level. Starkes Schild, aber danach wird es schlecht und dann hast du immer so 2-3.000 HP bekommen. Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe, Mama! Das wollt ihr nicht. Ich geh doch gerade. Oh Gott, das ist... Ich bin schwer vom Unglück. Ja, ja. Ich bin weg von der. Und noch einer beißt ins Gras. So, ich geh mal hin zu der. Ich sehe das genau. Na ja. Was hast du mit der für einen Skin? Edel. Ja. Beschütze mich! Leid ist falsch! Nein! Was ist hier los? Ey! Hallo, was ist hier los? Bist du? Nein, du bist in Sicherheit. Nein. Monopol bedroht. Aktiv. Halte sie auf. Hey. Los geht's. Beschütze mich. Er kommt. Einfach mal jetzt hinter mir. Ja, geh da rein oder was auch immer. Ich geh rein. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen die Israelis-Portal schließen. Haben wir schon. Ich bin okay. Tiger und die Hellwalker. Tiger fällt nicht an. Ja! Ja! Und noch einer beißt ins Gras. Du musst ja so oder so hier, oder? Na, nicht ganz. Kommst du zu mir hoch? Jetzt eine Kiste. Ach, Hilfe! Ah, warte kurz. Ja, ich guck mal kurz. Ich muss mich da klettern. Ich glaube. Du musst ja einfach nur auf die Steine hochklettern. Hier. Bin ich richtig? Ja. So und so und so. Oh, guck mal, das Rachel hab ich gerade bemerkt. Hallo. Nein! Nein! Ob ich den Sprung schaffe? Och, Mann! Ja, ich hab's geschafft, okay. Nur Grünzeug. Ja, bei mir auch. Wenn bei dir nichts liegen dir was ist, dann schon mal da einfach. Die mag mich nicht. Okay. Ja, wir müssen irgendwo da hoch. Ja, ich bin schon hier oben. Alter, dieses Geräusch. Niki Twix. Oh, meins. Ey! Ich darf aber sagen, hier klaust du meine Dinger, ne? Wieder ja, du klaust auch immer meine Dinger. Dinger. Ja, ich weiß, dass du ein Junge bin. Bist du das? Kannst du es auch behaupten? Bist du das? So, wir kaufen mal mit Echtgeld, so. Oh Mann, bin ich gut. Ich habe alleine damit. Wir sind ein tolles Team. Jetzt kommt das wieder. Hier rechts ist irgendwas. Ich will das lesen. Die Eridianer waren weder Götter noch Dämonen.
Sie waren einfach ein Volk, dessen Fähigkeiten größer waren als seine Wünsche. Sie haben in ihrer Neugier Grenzen überschritten, die nie hätten überschritten werden dürfen. Es war vielleicht ihr Schicksal, sich selbst auszulöschen, so wie eine Sonne, die sich selbst verzehrt. Alter, guck mal, wie schnell die Zeit an der Uhr geht, ey. Was für Uhr? Ich hatte gerade nichts durch. Nein, das hört sie nur jetzt. Ja. Du bist so blau im Gesicht, Alter, was ist hier schief? Ein Blue, Double-D-Double-Dye. Double-D-Double-Dye. Das ist rosa, aber okay. Ich bin der gleiche. Wow. Eine Lila nicht. Kein Ding. Ich hab geschlagen. Also theoretisch können wir ihn auch so besiegen, ne? Ja. Okay. Wollen wir einfach mal versuchen, ohne Mikrotransaktion den Typen zu plätten? Ist das wo? Oh. Oh. Wir haben ihn. Das hat nur vom Zugucken wehgetan. Wie viel Munition hast du verballert? Nicht viel. Alles nur Mikrotransaktionen. Vielleicht $3 oder so, ja. Vorsicht, Gegner! Wir kriegen dafür 15.000. Also ich frag mich jetzt, wer jetzt hier ein bisschen Minus gemacht hat, die oder wir? Denke aber auch. Hallöchen! Weißt du, wie ich sogar bei Black Call of Duty Cold War heiße? Wie denn? Loco Psycho. Oh. Hä? Nee, nennst du immer noch den. Ah, nee, Elite vielleicht. Aber bei MB heißt die Elite Psycho. Scheiße, ja! Und sie mit dem Elite Psycho. Da weiß jeder. Oh, ah. Yeah. Der ist deins. Mein. Genau. Bam, Junge! In dein Gesicht, bam! Ich sehe nichts mehr. Oh nein, Tiger ist blind, warum? Double-D-Double-Da. Lass den Boden hier! Blick gleich mit meiner fucking Schriftchen da, Alter. Ein willkommener Anblick! Level up! Voll in Fahrt! Geht schon. Dann geht's auch schon ein bisschen. Ja. Ja! Oh, hallo! Hey! Unsere Ziele hier drüben! Kissi, kalte! Geht auf, müsstest du dir. Wir beenden deine Reise, Kammerjäger. Jawohl. Ich werde dich vernichten, oh, oh. Denn ich bin Daniel. Ah ja, jetzt kommt der andere General. Captain Trant! Dünnere Trant. Warte mal kurz, hier gibt's noch hier einen Claptrap, den hol ich nochmal ganz schnell und dann können wir uns gerne um den Typen kümmern. Dünnere Trant, wa? Dünnere Trant! Nein, nicht Trant. Zwang!
Ach, Trump, ah. Na, mal schauen, wie das wird. Leco Mio. Ich bin halt Psycho, deswegen. Halt, let's go. Auf geht's. Trot! Front! Leon! Irgendwer hat keine Munition mehr für irgendetwas. Ich hatte gerade keine gehabt. Ja, es ging schnell. Oh, es explodiert, explodiert. Ja, schön, dass du wieder was gegen die Rippen kriegst, Alter. Oh, eine Schrottflinte. Lass mich raten, roter Text und grüner Text, ne? Ach, dasselbe bekommen, guck mal. Schaust du. Ey! Schaust du, ist exakt dasselbe. Nicht dein Ernst. Wir gerade hier. Nein, nimm. Nimm. Nimm den. Hast angepasst. Nicht dein Ernst. Nimm deine Schrottflinte wieder. Nein, die kannst du auch wieder haben, das war Spaß. Nein, nimm! Braucht die doch eh nicht. Hier, nimm jetzt. Nimm. Ich hab's jetzt. Oh, komm, nimm mit. Nimm mit, ey. Ich brauch die. In meinem Drang. Schick mir jetzt sofort ein Bild davon. Ja, die macht das aber nicht. Hallo? Wenn du mir jetzt sofort kein Bild schickst, dann sind wir nicht mehr zusammen. Ja. Doch, das ist jetzt meine Forderung. Aha. Ey, wo da drauf? Die tolle Forderung. Okay. Mörderisiert! Ey, bleib hier. Ich hab mir die Waffen nicht gesehen. Viele Gesichter! Ich geh mal da. Und bumm macht das Dynamit! Und bumm macht das Dynamit! Hast du Nikota 4 überhaupt gefunden? Ja, Maya hat immer gesagt, es wäre nur eine Geschichte. Ah, so wie alle anderen! Nein! Weißt du, wie ich mich immer fühle? 922 Leben und ich kann nichts machen. Oh. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle? Ja. Weißt du. Kacke, ne? Wer ist gerade von da gesprungen? Ich nicht. Jemand hängt da so seitlich auf der Map. Ja, ich habe gerade neue Freunde kennengelernt. Die schneiden mir scheiße. Aber bei Skyrim, du hast ja gesagt, bei Skyrim gibt es ja kostenlose PCs. Also nicht PC, sondern hier so was. Mods. Ja, aber dadurch kannst du halt kein Platin mehr bekommen, wenn du die Dinger aktiv hast. Also, es geht eigentlich nur ums Spiel. Ich bin ja, dann ist es egal. Ja, dann lade ruhig die Mods runter, ist kein Problem. Ja, zum Beispiel gibt es da Bikini-Rüstungen und größere Brüste für weibliche Charaktere zum Beispiel. Und ja. Oder nackte sein, oder nackt. Naja, nur für PC leider. Gibt's nur für PC, Tiger. Ja, schade. Ja, dann gibt's noch. Und dann gibt's halt noch Sachen, die du noch kaufen kannst. Da kannst du auch noch Platin verdienen, wenn du die Dinger hast. Ja, aber wir. Du kannst ja, glaube ich, sogar einen Mod machen. Da kannst du ein großes Haus haben und so. Mit eigenen Händlern. Genau. Also, es gibt da alles Mögliche. Ja, da muss ich nichts dann machen. Abgemurkst! Rennt! Bei Rachel hat es ja für mich gefallen. Hat sie toll gemacht. Ja, ich bin halt übelst das Skyrim-Fan.
Auch wenn ich nur hauptsächlich immer Assassine mit Verdolchen und Strom gespielt habe. Also so, Meuchelmörder. Der ist doch auch gut. Also diese großen Viecher, die geben immer nur blaues Pot, blaues Pot. Brennt! Aua. Ah, den hab ich gerade mit Schneeball. Hey, du! Das Ding hätte man sich auch falsch verstehen können. Seht euch meine Abschussquote an! Oh, das wieder so eine. Übrigens, gut, ich stark. Tot. Hä? Was ist denn anders? Da gibt es irgendwas hinter. Hier hinter gibt's was. Ja, ich glaube, eine Truhe gab's da. Nee, Truhe. Was wohl dahinter ist? Ich hab einen Querschläger erwischt. Ich helfe dir vor uns. Danke. Oh, Leute. Rachel hat gerade Problem, warte. Brennt! Brennt! Rachel, nein! Aber nochmal. Alter, wo kommen die jetzt die ganzen dicken Dinger her? Bei dir, ich lebe. Lebe, 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 lebe. Bleib stehen, lebe. Ich hab dich. Sie lebt. Ja, wir haben dir das Erbe hinterlassen. Das, das Erbe für die Rachel. Nee, stopp, stopp. Raquel. Eine glückliche Familie. Oh. Dann ist Leda. Sie ist gestorben. Einen Stern. Und ich musste die Kinder alleine großziehen. Ich hatte immer gedacht, nichts wäre schwieriger als eine Kammer zu öffnen. Mann, da lag ich mal absolut falsch. So, in den Po. Du hast Kinderteifen? Ja, zwei Stück. Der Junge war immer krank. Und meine Tochter hat mir die Ohren blutig geredet. Sie waren nur still, wenn ich von meinen Abenteuern erzählt habe. Monstertüten, Kammern öffnen, ein Held sein. Davon konnten sie nicht genug kriegen. Ich habe ihre Köpfe mit allerlei Geschichten gefüllt. Haben ihnen sogar von der großen Kammer erzählt. Das wusste ich, ich habe keine Chance, den Mann zu finden. Das war ein Fehler. In den falschen Händen. Eine Sache. Und noch einer beißt ins Gras. Brennt. Es kann losgehen. Ich brenne für dich. Und du auch, brenne. Du brennst, bap. Du brennst auch, bap. Out. Fisch und abserviert. Hey, wo ist das hin? Da. Ich kann nicht. Hey, ich bin nicht von Sand. Ist da oben noch irgendwas? Ja. Fliegeviecher. Okay. Ja. Hier links. Ah. Ja. Das ist nicht einmal. Bleib stehen. Ah, es hat sich runtergeschubst. Scheiße. Lol. Ich mach es immer etwas leiser. So, hier bin ich wieder. Da hat mich gerade irgendwas Dickes erwischt. Paul, wo bist du? Hier. Du lebst noch, oder? Attacke. Ja, aber knapp. Aber ich hätte irgendwas Dickes, Fettes erwischt. Darum, sobald meine Leben immer in den roten Bereich gehen, nehme ich hier immer einen Mac. Das war gut. Ja, weil du dann die Verteidigungsweise dann ein bisschen mehr Death machst. Und ich werde direkt auf die Schnauze. Ey, du, Muchacho, ich sehe dich. Bleib stehen. Okay.
Hätte ich nicht genommen, ne? So, der Kopf. Ja, hab ich auch nicht. Hinter dir! Auf, hinter dir! Wir kommen von überall! Ja, wir sind so gleich so weit. Wie lange haben wir noch? Was sagt ihr dazu? 10 Minuten! Was geht hier ab? Ja, das ist halt so bei... Oh. Diese laufen nicht alle. So schwach, Schlappschwanz. Pissen und Scheißen? Was? Ich hab's auch gerade gehört, ja. Ja, wir müssen die Luschen verscheuchen. Wurde auch Zeit. Ich raus auf meine Leitung, ihr Luschen. Macht er auf zu, macht euch meine Leitung raus, du Birne. Zitat Karin Ritter. Ey, war, es gibt ja auch Pullover jetzt von den Ritters. Weihnachtspullover. Da gibt es zum Beispiel so ein Weihnachtspullover von Karin Ritter, wo drauf steht, raus mit die Viecher. Also ich finde, das kann man schon mal so unterm Weihnachtsbaum tragen. Aus Familien. Aus Familie, jeder hat so ein Pulli an. Na, von Norman gibt's ja auch irgendetwas. Norman hat zwei Kinder. Aber. Na, eine Tochter hat der, so viel ich weiß. Ja, der hat zwei Kinder. Tochter und Sohn. Das eine Mal, wo er seine Kinder aufgezählt hat, da war er besoffen gewesen. Ja, zwei. Jung und Mädchen. Weil er hat da vier Finger gezeigt. Er hat gesagt, ich habe zwei Kinder und hat vier Finger gezeigt. Oh, was ist eigentlich das da? Ich geh für diesen Stein, oder was ist das? Hallo Stein! Legen in die Hände der Statue, wie eine Opfergabe! Ey! Hallo Statue! Ich frage mich nur, wo der andere Kristall ist. Achtung, in meiner Hose. Ich hab den letzten Kristall gefunden! Okay. General Troll, hören Sie mich? Ach, der ist hier. Es ist ein Kammerjäger! Es ist ein Kammerjäger! Ja, das ist ein. Ach, der Gehirn. Nicht dein Ernst. Scorpio XL. Eine legendäre Pistole. Na, lass ihn mal. Oh. Hyperion, gib mal her. Ah, das ist Theodor, oder? Hyperion ist immer geil. Ich hab Hyperion. Guck mal. Geil, geil. Alter Schwede. Guck mal, Scorpion-Geschütze. Warum hat der sowas? Der hat viel zu viel Lack, der Kerl. Hier, habt ihr das hier schon? Ach ja, so ein Ding, ja. Das hatten wir auch beim Let's Play Together mit, hier, kalter Herbst und so. Ja, stimmt ja. Hey, du. Ich hack mal ein bisschen. Bap! Es sind überall Geschütze auf einmal auftauchen. Du hattest, weil ich glaube, wo wir mit Herzen schon gespielt hatten, hattest du eine legendäre SMG gehabt mit Scorpion. Nee, die wurden nur mal kurz rausgeworfen, damit ich sehen kann, was im Text steht. Ich glaube, Herbst hat die gehabt. Ja? Das hat mir nicht. Hä? Warte, jetzt schickt man den nochmal runter. Ja. Das stimmt ja, der Fahrstuhl, da ist schon jemand vorabgehauen. Ey, ich bin noch runtergesprungen, weil ich. Und der kommt. Da ist der Fahrstuhl, der ist gekommen. Oh, jetzt so. Da. Ja, wir sind drauf. Yeah! Mach ein Video. Ich hab's nicht vergessen. Leder und ich haben so. Guck mal. Bau da, wo du gerade stehst. Das ist geschützt. Müdes Klatschen, ihr seid so
langsam. Immer rennt ihr hinterher. Auf dem Planeten gibt's nur noch Staub und Dämonen. Die ist tot. Egal. Das ist Zeitverschwendung. Der Zerstörer ist fast da. Und wenn ich ihn verzehre, werde ich eine Göttin sein. Ich weiß, dass du zuhörst, Paps. Bist du stolz auf dein kleines Mädchen? Hier, will jemand haben? Warte mal. Sternchen. Ja. Was? Du wolltest es ich will nur mal gucken. Sagen, was war's? Tja, Kammerjäger, rate mal, wer uns alles beigebracht hat, was wir wissen. Du musst so viel Lack. Stück für Stück auseinanderzunehmen. Zeitbünde Leon, der erste Kammerjäger. Okay, aber ja, bevor ich's vergesse, Paps, Troy ist tot. Deine tollen Freunde haben ihn getötet. Okay, das also, oh, nee, das war Kammerjäger, Wächter wissen, dass du hier bist. Wehr sie ab, wir reden später. Ja, die Rogue Rider mag niemand. Also ich meine, Schildkapazität 0 und dafür kannst du aber mehr einstecken. Das ist blöd. Da wollen wir mal, wir haben nur noch 5 Minuten. 4. Ah, dann hätten wir noch 4. Meins. Ich bin vielleicht die Letzte, die die iridianische Sprache von einem Iridianer erlernte. Ich habe so viele Fragen, die ich ihnen hätte stellen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Zum Beispiel, warum das iridianische Wort für Heimatwelt auch erste Landung bedeutet. Mein Vater schützt sich jetzt als Feuer. Föderalisiert! Ein willkommener Anblick. In a Barbie World, life in plastic. It's fantastic. You can wash my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Oh, nein. Ich komme, Arschbombe! Come on, Barbie, let's go party. Wow, wow. Heute läuft jeden mal wieder falsch. Ja. Nimm das! Hey, Bruno! Bruder! Da muss groß! Der Werker! So, meine Lieben, ich hoffe, das Video ein bisschen gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.